Den Sommer nutzen viele nicht nur, um Konzerte zu besuchen, sondern auch, um selbst Musik zu machen. In Lockenhaus sind in diesen Tagen Dudelsack- und Fiedelklänge zu hören. Traditionelle irische und schottische Musik stehen im Mittelpunkt eines Workshops, der in Lockenhaus bereits zum 6. Mal stattfindet. Das Kursangebot wird immer größer, daher ist man vom alten Kloster auf die Burg übersiedelt. Die Burg könnte auch in Schottland oder Irland stehen, zumindest an diesem Wochenende. Denn traditionelle Folkmusik klingt derzeit über Lockenhaus. Irischer Dudelsack, schottische Fiddle oder Celtic Guitar sind rund um die Burg zu hören. Beim Trad Music Workshop hält heuer Tiernan O'Dinkin aus Irland eine Meisterklasse. Und auch die Österreicherin Antonia Wernick, die in Irland lebt, unterrichtet irischen Dudelsack. Das ist der einzige Dudelsack, den man komplett zumacht auch und wo man ganz, ganz kleine Bewegungen mit den Fingern machen muss, die wirklich ganz genau sitzen müssen, sonst klingt es furchtbar. Eine Autorität auf dem Gebiet der schottischen Musik ist Laurie Watson. Sie vermittelt ihre Freude an traditionellen Liedern. Und der Waldviertler Paul Dangl lehrt schottische Fiddle. Die schottische Musik ist auch so wie das Klima und die Landschaft in Schottland im Vergleich zu Irland ein bisschen rauer. Sie ist ein bisschen, wird härter gespielt, es ist ein bisschen mit mehr Kanten und Ecken. Ich bin sehr begeistert immer vom Angebot, was es hier gibt und die Leute, die eben diese Energie mitbringen, die Leidenschaft für die Folkmusik. Heuer genießen 30 Teilnehmende die Musiksessions, Freundschaften und das Ambiente. Und morgen um 16 Uhr gibt's das Abschlusskonzert des Trad Music Workshops auf Burg Lockenhaus.